ich weiß, Wayne ist ein Freak und so, aber glaub mir, dieser Happy Birthday Hokus Pokus wird es wert sein, Alter. Ich bin so hungrig, ich mach, dass ich die Geburtstagstorte wie in Luft auflöst. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass du den Tortenwitz erzählt hast. Und er wird mit jedem Mal, den du ihn erzählst, witziger. So gefällst du mir, mein junger Padawan. Geburtstagskind auf 12 Uhr. Danke nochmal für die Einladung. Hier ist eine kleine Aufmerksamkeit von uns. Das sind Augentropfen. Für deine Glubschaugen, mit denen du noch nie geblinzelt hast. Hier, lass mich dir eben helfen. Ja, oh ja. Hey, Kinder, ich bin Wayne's Dad. Ihr habt sicher schon viel von mir gehört. War nur ein Witz, ich bin ein Versager. So, ihr kleinen Racker, dann sucht euch mal ein schönes Plätzchen. Die Show dürfte jeden Moment anfangen. Sender, 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 Sender. Ich bitte um einen Applaus für den einzig wahren Sender-Device. Kosmisches Hallo, meine Sternkinder. Ja, ich bin es. Sender Divine. Assistentin Galactica. Was ist hier los? Wo ist Sender? Wo soll er schon sein? Sender hat heute einen großen Auftritt. Als ob er auf einen Kindergeburtstag kommt. Oder wartet mal, vielleicht kommt er ja doch. Tada! Ein Kuchen? Na, ganz toll. Ich kann machen, dass sich der Kuchen in Luft auflöst. Oh Mann, der wird echt mit jedem Mal besser. Hier, mein Sohn, dir gebührt das erste Stück vom Kuchen. Um euer Leben, Kinder! Ich hätte wissen müssen, dass er nicht zu Waynes Party kommt. Ausverkauf oder nicht, wir gehen jetzt zu Senders Show. Oh, wenn du in die Stadt fahren willst, dann nehme ich was vom Kuchen mit für unterwegs. Versteh ich schon, du machst, dass sich der Kuchen in Luft... Hey, wag es ja nicht, meinen Witz zu klauen. Ist ja gut, tut mir leid. Kuchus, Pokus, Luft die Worte. Ach, herrje. Nicht der Kuchen, aber lecker. Simsalabim, Nusa ab, Nusa dran. Ab, dran. Wow, ach, da bist du ja. Hab schon gedacht, Wayne hat dich um die Ecke ge... Au! Weißt du, ich dachte, wenn wir sowieso zu dieser Show fahren, wäre es doch voll nett von uns, Wayne gleich mitzunehmen. Komm mal kurz unter den Umhang. Bist du verrückt geworden? Das Kind hat einen Kuchen erstochen. Ja schon, aber tut er dir nicht leid? Vergiss nicht, wenn du mich nicht hättest, wärst du auch so ein kleiner Zaubernerd ohne Freunde. Argument, aber wenn er uns umbringt, geht das auf dein Konto. So, ihr Nerds, dann haltet euch mal gut fest. Sende die Wein, halt unsere Plätze frei.